Oliver Pocher, 45, hat zweifellos eine beträchtliche Menge an Überwindung gekostet, um diesen Schritt zu gehen. Der Comedian hat in den letzten Tagen offensichtlich den nächsten drastischen Schritt in Bezug auf seine Trennung von Amira unternommen. Der gebürtige Hannoveraner und ehemalige Sidekick von Harald Schmidt, 66. Am Samstagmorgen noch kräftig die Werbetrommel für einen Trip nach Las Vegas im Jahr 2024 gerührt hatte, hat nun in den sozialen Netzwerken Nägel mit Köpfen gemacht und sich ein weiteres Stück von seiner Ex-Frau Amira gelöst. Obwohl das Paar Ende August ihre Trennung offiziell bekannt gegeben hatte, konnten die Fans des in Köln lebenden Comedians immer noch in Erinnerungen an ihre vergangene Liebe schwelgen. Aber jetzt ist Schluss damit. Oliver hat kurzerhand alle gemeinsamen Pärchenfotos mit Amira auf seinem Instagram-Kanal gelöscht, oder zumindest in sein Archiv verschoben. Seit einigen Tagen zeigt sein Instagram-Profil stattdessen Fotos und Videos vergangener Aktionen oder Reisen mit seinem Vater Gerhard. Nur die Hobby-Performance des Paares im ZDF-Fernsehgarten, bei der auch Amira mitgewirkt hatte, bleibt als letzte Erinnerung an ihre vier gemeinsamen Ehejahre auf dem Profil des Komikers erhalten. Schon in den vergangenen Tagen schien die gebürtige Österreicherin, die in den letzten Wochen ausgezogen und in eine Wohnung in der Nähe gezogen war, sich etwas auf Kriegsfuß mit Oliver zu befinden. Grund für die Unstimmigkeiten zwischen den Eltern ihrer beiden Söhne dürfte die besondere Einladung zum 31. Geburtstag von Amira gewesen sein. Sie hatte zuvor deutlich gemacht, dass sie keine große Show veranstalten und nicht ins Rampenlicht treten wollte. Ich hatte nicht das Gefühl, unbedingt dorthin zu müssen, fasste Oliver zusammen und konnte sich einen kleinen Seitenhieb in Form von "Aber ich freue mich, wenn sie Spaß hat" nicht verkneifen. Auch seine gemischten Gefühle in Bezug auf den neuen, kuscheligen und zuckersüßen Mitbewohner seiner Ex-Lebensabschnittsgefährtin waren noch nicht überwunden. Amiras Bruder hatte seiner bildhübschen Schwester kurzerhand ein süßes Kätzchen geschenkt, als sie in ihr neues gemietetes Eigenheim in Köln-Hahnwald eingezogen war. "Man verschenkt keine Tiere", kommentierte Oliver. "Ich fand das seltsam, total daneben und nicht besonders stilvoll. Wie praktisch, dass das kleine Kätzchen ohnehin nicht mehr auf seinem Instagram-Profil zu sehen sein wird."